So, in diesem Video möchte ich einige Reihenschaltungen analysieren. Fangen wir mit dieser Reihenschaltung an. Wir haben eine Spannungsquelle von 12 Volt gegeben, einen Widerstand von R1 von 1 Ohm, R2 ebenfalls 1 Ohm. Die beiden Widerstände sind in Reihe geschaltet und wir können uns mal die einzelnen Potenziale angucken. Wir haben hier unten durch dieses Massesymbol fest definiert, dass wir unten 0 Volt haben. An der Spannungsquelle erzeugen wir eine Potentialdifferenz von 12 Volt. So haben wir hier oben eine Spannung im Vergleich zu 0 Volt von 12 Volt. Und wenn man sich hier, wenn man hier mal das Potenzial misst, dann haben wir hier ein Potenzial von 6 Volt. Wir können uns auch mal die Ströme anzeigen lassen. Wir sehen, wir haben in der gesamten Schaltung, weil es eine Reihenschaltung ist, ist der Strom überall gleich. Und zwar eine Stromstärke von 6 Ampere. Okay, gucken wir uns mal an, ob das auch soweit stimmt, was wir hier gemessen haben. Man kann das auch nachrechnen. Das machen wir mal. Zunächst einmal die Spannungen. Wir haben hier oben ein Potenzial von 12 Volt. Das heißt, hier unten haben wir ein Potenzial von 6 Volt. An dem Widerstand R1 fällt eine Spannung von UR1, nenne ich die mal. UR1 gleich 6 Volt ab. Also 12 Volt minus 6 Volt ergibt 6 Volt. Das ist ja die Potentialdifferenz, das ist die Spannung. Und hier unten an dem Widerstand R2 habe ich hier oben 6 Volt. Dort unten habe ich 0 Volt. Auch hier fallen UR2 gleich 6 Volt ab. 6 Volt minus 0 Volt. Und diese beiden Spannungen zusammen ergeben, hier einmal 6 Volt, da einmal 6 Volt, ergibt eine Spannung von 12 Volt. Das passt also soweit schon. Es fließt ein Strom in der gesamten Schaltung von 6 Ampere. Das können wir hier an diesem Widerstand mal überprüfen. Es gilt ja, I ist gleich die Spannung am Widerstand R1 geteilt durch der Widerstand R1, also ist gleich 6 Volt geteilt durch 1 Ohm. Das sind gleich 6 Ampere. Und genauso gilt hier unten natürlich auch. Der Strom, der hier durch den Widerstand R2 fließt, sind auch entsprechend diese 6 Volt, geteilt durch 1 Ohm, also auch 6 Ampere. Okay, wenn wir die beiden Widerstände mal zusammenrechnen und wir berechnen unseren Gesamtwiderstand, R-Gesamt, ist gleich R1 plus R2, R1 plus R2, wir haben eine Reihenschaltung von zwei Widerständen. Und das ergibt dann, hoppla, das hat er nicht genommen, 2 gleich 1 Ohm plus 1 Ohm ergibt 2 Ohm. So. Und wir gucken mal, ob wir auf den Gesamtwiderstand auch gekommen wären, wenn wir uns nur die Ströme und die Spannung angeguckt hätten. Insgesamt fällt eine Spannung von 12 Volt ab. Und es fließt ein Strom von 6 Ampere durch diese beiden Widerstände. Das heißt, wenn wir unseren Widerstand R gesamt nehmen würden, den können wir berechnen aus der Spannung, die letztendlich an diesen beiden Widerständen abfällt. Das sind entsprechend diese 12 Volt. Geteilt durch den Strom durch diese Schaltung. Das wären entsprechend diese 6 Ampere. Und das ergibt auch wieder 2 Ohm. Das passt also auch. So, in diesem zweiten Beispiel habe ich mal wieder die gleiche Spannungsquelle genommen, 12 Volt, und den oberen Widerstand auf 2 Ohm geändert und den unteren Widerstand auf 4 Ohm. Gucken wir uns nochmal die Potenziale an.
Hier unten haben wir wieder 0 Volt, dann die Spannungsquelle 12 Volt, die hebt letztendlich das Potenzial da oben auf 12 Volt ab. Und über die Reihenschaltung fällt dieses Potenzial wieder ab. Das heißt, hier unten zwischen den beiden Widerständen habe ich eine Spannung von 8 Volt oder ein Potenzial von 8 Volt. Und den Strom können wir uns auch nochmal anschauen. Es fließt durch die Schaltung ein Strom von 2 Ampere. Okay, gucken wir uns das auch nochmal rechnerisch an, ob unsere Simulation auch soweit stimmt. Und zwar beginnen wir wieder mit den Spannungen. Also wir haben hier ein Potenzial von 12 Volt, hier haben wir ein Potenzial von 8 Volt. Das heißt, hier fällt unsere Spannung ab, UR1. UR1 gleich 12 Volt minus 8 Volt ergibt 4 Volt. Und hier haben wir unsere Spannung UR2 gleich 8 Volt minus 0 Volt gibt 8 Volt. Insgesamt wieder 8 Volt plus 4 Volt ergibt 12 Volt. Wenn hier an diesem Widerstand 4 Volt abfallen und der Widerstand ist 2 Ohm groß, dann fließt durch den oberen Widerstand I gleich UR1 geteilt durch R1 ergibt 4 Volt geteilt durch 2 Ohm gleich 2 Ampere. Das passt, hier fließen auch 2 Ampere. Hier entsprechend genauso, 8 Volt geteilt durch 4 Ohm ergeben ebenfalls 2 Ampere. Der Gesamtwiderstand, eher Gesamt, ist gleich R1 plus R2, R1 plus R2. Das sind gleich 2 Ohm plus 4 Ohm. Ergibt, schreibe ich mal direkt hin, 6 Ohm, sodass der Strom auch passt, I gesamt ist gleich 12 Volt, geteilt durch, also die gesamte Spannung, geteilt durch den gesamten Widerstand, durch diese 6 Ohm, ergibt 2 Ampere. Okay, das passt soweit. Jetzt können wir aber die Spannungsteilerregel anwenden und uns mal die Spannung am Widerstand R2 ausrechnen. Das heißt, UR2 ist gleich die gesamte Spannung, das ist U1, mal und dann R2 geteilt durch R1 plus R2. R1 plus R2. Zahlenwerte eingesetzt. U1 waren 12 Volt. Mal R2 waren 4 Ohm. 4 Ohm geteilt durch 2 Ohm plus 2 Ohm natürlich, plus 4 Ohm, 4 Ohm, und das sind gleich 4 Sechstel, ist das gleiche wie 2 Drittel, 1 Drittel von 12 Volt sind 4 Volt, 2 Drittel sind also 8 Volt. Wer das will, kann es auch gerne mit dem Taschenrechner nachrechnen. Und das ist auch tatsächlich das, was ankommt. Okay, in diesem Fall kann man noch einen weiteren Trick anwenden. Und zwar kann man sich überlegen, dass letztendlich dieser Widerstand doppelt so groß ist wie dieser Widerstand. Der Widerstand ist 2 Ohm groß, der Widerstand ist 4 Ohm groß. Wenn der gleiche Strom durch die beiden Widerstände fließt, dann fällt an dem oberen Widerstand, an dem R1, zwei Teile der gesamten Spannung ab. Und an dem
Und im Widerstand fallen vier Teile der gesamten Spannung ab. Und das wären zwei Teile plus vier Teile, wären also insgesamt sechs Teile. Und wenn man diese 12 Volt in die sechs Teile teilt, dann ist ein Teil 2 Volt groß. Wenn hier zwei Teile abfallen, dann fallen die entsprechend 4 Volt ab. Zwei Teile mal 2 Volt sind 4 Volt. Und wenn hier vier Teile abfallen, vier Teile mal 2 Volt entspricht 8 Volt.